Gott und einen gesegneten Sonntag aus Comacchio oder Comacchio. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig betont. Ich bin jetzt angekommen. Nein, ich bin nicht in Venedig, sondern eben in diesem kleinen Dorf, ganz nah am Meer. Es sind also vielleicht 5 Kilometer noch bis zum Meer. Aber hier sind überall solche Kanäle. Sieht ein bisschen aus wie in Venedig. Und man nennt es auch das Piccolo Venedig. Und da gibt es sogar also so Gondeln, mit denen man dann fahren kann. Und ja, die sausen hier überall rum. Und eben war die Straße noch ganz leer und ich wollte was erzählen. Jetzt ist sie auf einmal voller Menschen. Und ja, ich bin heute keine Minute zu spät gekommen, muss ich sagen. Keine Minute auch zu früh da gewesen, denn ich habe den Pfarrer gerade beim Mittagessen erwischt und ich habe meinen Text aufgesagt, also wie ich heiße, dass ich Pilger bin nach Rom und gleich mein Referenzschreiben gezeigt, gleich alle Karten auf den Tisch gelegt, gleich alle Asse gezückt und nach 5 Sekunden war die Tür offen und ich war drin. Das ist natürlich schön. So wünscht man sich das. Es war heute auch um knapp 27 Kilometer. Es hat eigentlich auch gereicht. Es ist wieder sehr, sehr warm, dass ich hier in der Sonne rumlaufe. Daran sieht man, dass ich Tourist bin. Die anderen, die sitzen alle im Schatten. Zum Beispiel jetzt gleich da die Männer da an der Bar Sport. Könnt ihr mal gucken. Und dann ist es mitten jetzt in der Siesta. Und ja, ich habe schon geduscht, ich habe was zu essen gekriegt. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz baff. So unkompliziert kann Pilgern sein. Kann. Und jetzt schaue ich mir einfach nur ein ganz klein bisschen dieses Dorf an. Dann werde ich mich irgendwo hinsetzen, in Ruhe mein Feierabendbier trinken, das ich eigentlich jeden Tag mache. Oh, wie ist das schön. Schaut doch mal hier. Man geht hier so lang und bing, das ist wirklich wie in Venedig. Hier sind überall solche Kanäle, aber hier hinten, da hört das dann auch schon auf irgendwie. Dann gehen wir doch jetzt hier hoch. Und ja, werde mein Feierabendbier trinken. Dann um 6 Uhr ist Abendmesse. Da will ich dem lieben Gott auch danken, dass ich so schnell was gefunden habe heute. Und weil das eben keine Nerven kostet, hat man dann eben auch Zeit im Kopf für die anderen Dinge. Also für eure Gebete, für eure Anliegen. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz besonderen Gruß an Claudia. Habe ich nicht vergessen. Auch an die Prinzens habe ich nicht vergessen. Also es sind ganz viele, die mir immer mal wieder einfallen und die ich mir alle aufgeschrieben habe. Aber ich kann immer, an einem Tag nehme ich mir immer so ein paar Dinge vor und nie alles, sonst wird man das zu viel. Und heute habe ich, wie gesagt, einfach Zeit, das in Ruhe auch zu tun. Das Wetter ist herrlich, vollster Sommer hier. Ich bin begeistert, was soll ich sagen. Den Namen von dem Pfarrer, Don Paolo Cavarelli heißt er, glaube ich, habe ich mir natürlich auch gleich wieder aufgeschrieben. Denn die sollen ja auch noch mal alle eine Postkarte kriegen, wenn ich in Rom ankomme. Oh, hier kommt die nächste Kirche. Das ist aber nicht meine. Aber hier gibt es sogar relativ viele. Ist mir aufgefallen. Ja, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Oh, jetzt habe ich gedacht, hier sind so schöne Enten. Ach, da hinten ist meine Kirche. Da könnt ihr sie sehen. Seht ihr sie? Da hinten ist meine Kirche. Und diese Enten sind leider nicht echt. Schade, was soll das? Na gut. Okay, wahrscheinlich gibt es keine echten und da müssen sie solche Plastikviecher reinsetzen. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Euch noch einen gesegneten Sonntag. Alles Gute. Ein paar kleine Eindrücke aus Comacchio oder Comacchio oder wie auch immer. So, alles Gute. Tschüss.